Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister. Wir haben heute schon mehrmals gehört, wir haben in Österreich einen gebundenen Ladenpreis für Bücher. Und jetzt ist meine Frage, vielleicht kann mir der Herr Bundesminister da eine Antwort darauf geben. Auf welchen Preis gilt jetzt diese 5%? Auf den Nettopreis oder auf dem auf den Büchern angedruckten Bruttopreis, der bisher schon unterschiedlich war zu Deutschland und Österreich? Wenn ich streng nach dem Umsatzsteuergesetz hergehe, müsste ich jetzt ab gestern alle Bücher umetikettieren, weil der Preis nicht mehr stimmt. Außerdem ist gesagt worden, man hilft damit den Buchhandlungen. Also wenn ich jetzt nur den Nettopreis hernehme und dann verlange 5% Mehrwertsteuer dann dazu, wem helfe ich? Dem Konsumenten, aber nicht dem Buchhändler. Vielleicht mache ich ein bisschen mehr Umsatz, weil die Bücher billiger werden um 5%. Glaube ich aber nicht. Ich möchte wissen, gilt dieser Preis auf den gebundenen Bruttopreis, wie er in Österreich gültig ist und auf allen, zumindest Taschenbüchern, ausgewiesenen Preises, oder gilt er auf den Nettopreis? Zweites Problem. Wir haben eine laufende Schulbuchaktion. Auch die Schulbücher sind somit mit 5% Mehrwertsteuer zu versteuern. Jetzt gibt es ein Budget, das kann sich jede Schule ausrechnen, zum Beispiel Volksschulen 50 Euro pro Schüler. Das gilt für den Bruttopreis. Ich möchte wissen, haben die Schulen jetzt um 5% mehr Budget zur Verfügung oder gilt derselbe Preis und der Buchhändler profitiert, wie Sie uns versprochen haben davon? Das sind zwar signifikante Fragen, seit gestern soll das Gesetz gelten, die Buchhändler, wie ich, kennen sich leider noch nicht aus.